Ey, Leute, was geht? Ich bin's, Timmy, Freunde. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ich habe lange keine Begrüßung gemacht. Oh Mann, das habe ich voll vergessen, Freunde. War immer Action war hier. Und irgendwie sind die Netherite Guards wieder auf dem Weg hier. Und dann gibt's noch so Team Diamant. Dr. Banks will auch irgendwas aufmachen mit Team Diamant. Und dann gibt's irgendwie noch MBK und Braxis, die auch irgendwas machen, Freunde. Aber eigentlich will ich doch nur entspannt hier meine Yacht bauen, Freunde. Ich sag euch ehrlich, und den Heli für Max muss ich auch mal fertigstellen. Vielleicht werde ich ihn in diesem Video fertig machen. Da unten läuft da schon einer rum. Ich glaube, das ist Braxis, oder? Lass mal runtergehen, Freunde. Hä, ist das nicht Braxis? Hey, Braxis! Braxis, geht's dir gut? Hey, du hast ja voll den coolen Skin. Hallo, kannst du mich hören, Braxis? Hi, Timmy. Ey, was geht, Braxis, Mann? Ey, die haben dich... Wie geht's dir? Ich habe gehört, dass du irgendwas vorgefallen ist bei dir und den Netherite Guards. Stimmt das? Ja, die haben mich einfach abgezogen. Die haben meine ganzen Sachen genommen. Was? Die haben dich abgezogen? Und warum? Weil du da Raketen geklaut hast, oder wie? Ja, ich wurde da irgendwie mit reingezogen. Ich habe die Raketen halt genommen, aber zu meiner Verteidigung, ich war wirklich kooperativ. Aha. Ich habe denen die Raketen zurückgegeben, ich habe denen meine Rüstung abgegeben und dann trotzdem wurde ich umgebracht. Okay, das verstehe ich echt nicht, ey. Die sind echt komisch, sag ich dir ehrlich. Die Netherite Guards waren damals schon richtig böse, deswegen musst du da aufpassen. Ich mache dir mal ein kleines Geschenk. Hier, bitteschön, das kann ich dir geben. Boah, du bist der Beste, Alter. Kein Ding, Junge. Und hier habe ich noch ein bisschen Essen für dich, wobei Essen findest du eh eigentlich da unten. Und haben die Netherite Guards nochmal irgendwas bei dir gemacht oder ist das jetzt eigentlich so ein bisschen in Ordnung? Die haben nichts mehr gemacht. Die haben mich halt umgebracht und dann war ich jetzt, ne, bin ich zurückgelaufen. Ja, ich verstehe. Okay, sehr gut. Das heißt, aktuell müssen wir uns ein bisschen zurückhalten. Und ich sag dir ehrlich, ich will gar keinen Stress mit den Leuten. Das wollte ich damals schon nicht. Deswegen war ich auch bei Team Goop, bei Sue damals. Weißt du, ich weiß gar nicht, was Sue macht. Aber ich muss erst mal meine Yacht fertig bauen. Wenn du willst, kannst du da auch kostenlos leben, sag ich dir ehrlich. Du kannst da erstmal leben und so, dich zurückziehen. Ah. Hä? Was ist das denn? Achtung, geh in Deckung! Wow! Netherite Guard! Ah! Ey, nein, nicht so Netherite Guard wie der Typ. Ich bin's, Lofty. Hä? Lofty? Ich bin's, Lofty, was geht's? Ey, du siehst ja voll komisch aus mit deinem Netherite. Ehrlich? Soll ich das mal lieber ausziehen? Ja, ich würde das lieber ausziehen, Mann. Das sieht voll gefährlich aus, Mann. Du weißt doch, gerade sind Netherite Guards wieder unterwegs und zerstören alle Leute hier. Weiß ich nicht. Braxis? Hey, du musst dich nicht mehr verstecken. Ich bin's. Braxis, hast nur Lofty. Hey! Ich glaube, der ist wirklich, der hat sich in die Hosen gemacht oder so wegen dir. Wie das denn? Weiß ich nicht, ey. Aber irgendwie war Russik und Stani, die haben richtig Beef gehabt, ne? Hey, oha, wirklich? Das ist gar nicht gut. Ja, wegen meiner Yacht, weil die irgendwie meinten, deren Apartment ist besser und so. Und ich glaube, so sind auch die Netherite Guards wieder entstanden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich daran schuld bin. Nein, hast du nicht. Komm mal kurz mit. Ich will mal gucken, ob Dr. Banks schon mein... Ich habe ein Geschenk für ihn gemacht, weißt du? Okay, du hast ein Geschenk für ihn? Dann bin ich mal gespannt, ey. Oha, hier hat jemand schon vom Kuchen gegessen. Wie, das ist dein Kuchen gewesen? Ja, ich habe 3 Kuchen für ihn aufgebaut. Oha, 3 Cookies. Voll gut. Nein, hier hat jemand wirklich geklaut. Okay. Hier, er hat meinen Rahmen geklaut. Ich habe nämlich hier diese 2 Kerzen. Aber wer klaut denn Kuchen von Dr. Banks? Hä, das ist ja voll doof. Ey, Kürbiskernkuchen wurde geklaut. Außer Dr. Banks hat sich schon bedient. Okay, was steht denn hier? Willkommen auf der YouTuber-Insel Lofty. Oha, du hast ihm echt ein Geschenk gemacht. Das ist eigentlich ganz süß, ja, sag ich dir ehrlich. Was machst du eigentlich, Lofty? Zu wem gehörst du oder so? Ich habe gehört, du hast ein KFC, aber jetzt, wo alle hier im Krieg sind wieder, was geht da ab? Hä, ist das wirklich Krieg? Nein. Ich weiß nicht, anscheinend schon, weil schau mal, die sind hier komplett ausgerüstet mit Netherite und so, greifen Leute an, tun Leute umbringen, Braxis zum Beispiel und sorgen anscheinend für Recht und Ordnung, aber irgendwie sind die ein bisschen böse, sag ich dir ehrlich. Ah, wirklich? Ja, deswegen wollte ich fragen, wo du gerade bist, also wo würdest du dich positionieren? Bei mir auf der Insel, willst du mal mitkommen? Wohin? Zu mir zum KFC. Ja, gut, dann lass mal kurz hinfliegen. Ich bin gespannt, was du mir zeigen willst. Hä, was will Lofty mir denn zeigen, Freunde? Er fliegt jetzt davor. Ich bin echt gespannt, was er zu sagen hat. Ich muss mich auch unbedingt mit Candy noch treffen. Ey, ich muss auch unbedingt zur Arbeit gehen, Freunde. Ihr wisst doch, mein Job ist mir eigentlich echt heilig. Und oha, ey, der hat das richtig schön gemacht hier. Oha, das sieht echt schön aus hier mit den ganzen Leuchtdingern hier. Das ist echt cool, ja? Ey, was macht denn hier so ein Lärm? Was ist das für eine Farm, Junge? Lofty, da sind ganz viele Schweine da unten. Ja, die haben sich alle lieb. Siehst du das? Ja, ich glaube nicht, dass die verliebt sind. Ich glaube eher, dass du die mästest, Junge. Und die ganzen Kühe, ey. Oha. Nein, das stimmt doch gar nicht. Guck mal her, wir haben da genug Platz. Ich bin gespannt. Komm mal mit hoch hier. Dann verstehst du, was ich jetzt dir erklären will. Aha. Hast du von dem Blackjack Candy Bauteam gehört? Ja, da bin ich dabei. Warum? Du bist dabei? Ja. Okay, dann haben sie dir anscheinend nicht erzählt, dass ich hier eine
Verbindung zu der Straße haben wollte, ne? Ach, und die haben, werden das nicht gebaut, oder was? Nein, das habe ich mir heute selber zusammengebaut. Und okay. Jetzt wollte ich mir einen Expresszug rüber zu Paulberger Hills machen. Und zwar muss ich hier jede fünfte Schiene, eine Anschlussschiene haben. Ja. Und das Gute ist, ich muss nicht selber drücken, weil dann kann ich mich zum Beispiel, wenn ich jetzt live streamen würde, würde ich mich mit dem Chat unterhalten. Das ist gut, oder ich könnte für mein Video einfach den Leuten was erklären, weißt du? Das ist echt gut. So. Ich werde das mal der Candy Baucheck GmbH und Timi ist auch dabei. Der Firma würde ich das auch mal sagen, dass wir das bauen sollen oder vielleicht auch bauen machen. Wie viele Diamanten hast du denn zur Verfügung dafür? Ich weiß nicht. Ich denke mal, das würde vielleicht die Stadt bezahlen, weil Stadt das ist ja eine Verbesserung der Stadt. Weil dieses Nether-Portal, was sie gemacht haben, wo man dann irgendwo in Lazytown landet und man muss trotzdem 200 Kilometer laufen. Ist ja total doof. Hier setz dich einfach rein, bam, und bist dann innerhalb von wenigen Sekunden drüben. Ja, okay. Ich werde das mal ansprechen. Ich schaue mal kurz, ob Candy da ist. Dann spreche ich das mal an, ja? So, dann schauen wir erstmal, ob Candy da ist, Freunde. Kann ich direkt auf meinen Job antreten? Warte mal, ist das nicht Amir da unten? Hä? Ist doch Amir, oder nicht? Wer ist das? Ey, bist du ein Dieb oder was? Hä? Hey, ich hab's nicht so gemeint, Mann. Alles gut. Ich dachte, du Klaus hier oder was? Ich dachte, du bist ein Dieb. Aber du bist, glaube ich, meine Insel. Ne? Ja, ich weiß, was deine Insel ist. Tut mir leid, Mann. Ich hab eine Frage, ja? Ah. Seid ihr wieder gut oder wollt ihr jetzt weiterhin so alles zerstören und so? Was wir zerstören? Wir wurden beklaut. Ja, ich weiß, dass ihr beklaut wurdet, aber deswegen tötet man doch nicht einfach einen. Na, also für jemanden, der gerade einen Tag da ist und direkt jemanden beklaut, der hier alles gut aufgebaut hat. Ja, warte, ich geb dir die wieder, hier, so. Ich brauch den, ich geb dir ja Vive wieder. Nein, darum geht's ja nicht. Okay. Mann, du verstehst nicht, worum es geht. Raketen, die mache ich umsonstiger. Es geht ums Prinzip. Ich weiß, dass es ums Prinzip geht, aber willst du nicht eine zweite Chance geben, dem Brexis? Hat er sich entschuldigt? Nein. Nein, hat er nicht. Oh Mann, ey. Ja. Vielleicht sollte er sich mal entschuldigen. Ja, du hast schon ein bisschen recht. Irgendwie seid ihr ja nicht ganz böse. Irgendwie ein bisschen. Ich finde es schade, wie parteiisch du bist. Ich bin nicht parteiisch, ich will mich einfach natürlich, nur aushalten. Du magst uns nicht. Und deswegen redest du immer die anderen gut und uns schlecht. Ja, ihr seht ziemlich böse aus, normal, dass man da. Und du gehst wieder nur aufs Aussehen, das finde ich sehr diskriminierend, muss ich ehrlich sagen. Ja, tut mir leid, ey. Ihr seid doch nett. Ja, ich werde jedem erzählen, dass ihr nett seid, okay? Ja, ist doch okay. Du musst nicht mal was über uns erzählen. Es geht nur darum, man soll nicht immer auch Lügen über andere erzählen. Ja, du hast so recht. Nein, Lügen erzähle ich nicht. Ich wollte es nur klarstellen, was du da machst. Es geht ja nicht um dich, es geht um die anderen. Ah, wie so ein Snoopy. Verstehe. Ja, Snoopy macht da wirklich sehr viel. MBK kann ich nicht zu viel sagen. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Hast du MBK gesehen, Lofty? Nee, noch nicht. Du vielleicht, Amir? Nee, keine Ahnung. Soll mir auch gestohlen bleiben. Okay, na gut. Was machst du eigentlich mit den ganzen Kürbissen? Ist jetzt bald Halloween? Muss weiter. Nee, ich tausche um. Tschüss. So, Freunde, ihr merkt, es ist sehr, sehr viel los hier. Ey, ich will doch einfach nur, dass die YouTuber ganz entspannt diese leben, Freunde. Und hier vielleicht bei der Yacht schön. Das wäre richtig gut. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall um den Heli kümmern. Ich habe es so oft schon gesagt, Freunde. Ich werde mich aber auf jeden Fall drum kümmern. Aber hey, erstmal muss ich schauen, ob wir zur Arbeit müssen, Freunde. Ey, nicht, dass wir wieder zu spät kommen. Das wäre gar nicht gut. Ey, wer bist du denn, Junge? Okay, keine Ahnung, wer das da oben war, Freunde. Ich glaube, das war sogar Yami. Jetzt muss ich aber echt zur Arbeit gehen. Wo bleibt der denn? Hey, Candy, ich bin hier. Wo bleibt Timmy? Hä? Ich bin hier, Candy. Wo bist du? Warte mal. Ah, Timmy, reinkommen ins Lager. Ja. Herkomm. Hey, wir haben doch gestern voll gut gearbeitet. Ja, wir haben Auftrag nach Auftrag nach Auftrag. Ich weiß, ich muss Timmy, noch mit seitdem dir reden. Du Videos davon hochlädst, will hier jeder Umbaumaßnahmen haben. Du machst zu krasse Werbung für uns hier. Ich weiß. Ich dachte, das ist gut, Mann. Ich wusste nicht, dass das so alles eskaliert. Aber, Candy, eine Sache muss ich dir sagen, ja? Ja, da ist er nämlich auch schon hier. Guck mal, Lofty. Der will dir nämlich was sagen. Ich war gerade nämlich bei ihm und er meinte so, dass er einen Auftrag hat vom Staat, dass er anscheinend eine Straße bauen will, so eine super Speedway. Ja, haben wir schon, hat Blackjack auch schon gesagt. Da hat sich beschwert bei bauen, mir, warum ich das nicht fertig gemacht habe. Ja, wir haben ja eine Warteschlange, ne? Da kommen Aufträge alle rauf. Das stimmt, wir haben echt eine Warteschlange, da hat er recht. Ja, ihr habt eine Warteschlange. Das Ding ist ich habe diese Straße jetzt schon selber gebaut, okay? Gar kein Problem. Weil das, Zahlung bräuchten wir aber trotzdem, weil wir Material schon angemischt, Beton und alles. Ne? Da hat er recht. Dann kannst du mir das Material ja jetzt geben. Das ist ja schon fertig. Das ist ja Eigentum von uns. Eigentum von uns, gelaufen. Gibt es natürlich auch kein nicht. Geld. Eigentum der Candy Check GmbH und Timmy und Flauschi sind auch mit dabei. Flauschi auch? Okay, oha. Ganz kurz. Ich wollte mal, dass ihr was bewertet, okay? Ja. Und sonst möchte ich jetzt einen Song rausbringen. Hört ihr was? Ihr müsst ihn jetzt bewerten. Ich werde den jetzt a cappella für euch singen. Und ich möchte nicht, dass ihr lacht. Okay, dann hau mal raus. Okay. Candy, komm mal mit. Er will fleißige Handwerker sehen. Der muss zu Candy und Check GmbH gehen.
Was? Okay, sag nochmal auf die. Nein, nicht, jetzt ist mir das unangenehm. Hä, warum denn? Das war gut. Das war doch voll gut, Lofti. Wer will fleißige Handwerker sehen? Der muss den Blackjack sehen. Achso, ja, genau so. Ja, siehst du? Das ist direkt ein Ohrwurm. Ja, richtig gut. Voll heftig. Boha. Aber wir können trotzdem nicht den Auftrag machen. Wir müssen noch andere Aufträge erledigen, Lofti. Nee, ist alles gut. Ich hab auch damit abgeschossen. Ich dachte, ich hab dich nur informiert. Aber Candy, ich werde jetzt das erste, wie heißt das? Ich werde einen Freizeitpark hier bauen. Freizeitpark? Was? Ja. Mit einer Achterbahn und so. Wo baust du das hin? Ja, das muss ich euch noch sagen, weil ich muss erstmal die Baugenehmigung beantragen, weißt du? Ey, am Ende baust du das dem Stani oder so, oder bei Sue's Zoo. Handy, warum hast du mich denn so angeschnauzt, ey? Ich war doch die ganze Mal arbeiten. Timmy, wir haben hier Aufträge. Ich weiß, wir haben hier bestimmt 10 Aufträge. War ich gestern nicht ein guter Mitarbeiter, Habe ich gestern nicht mein Bestes gegeben mit dem Schlafzimmer und so? Ich gucke jetzt, was für ein Auftrag für dich jetzt hier ansteht. Wir haben nicht mehrere. Ah, okay. Einmal hier schauen. Nee, die hatten wir schon. Ich bin echt gespannt. Die setze ich mal lieber hier hin, hier. Okay, also für dich steht an. Kühlschrank. Was soll denn da drin sein? Für dich steht an, ein Helikopter von iCrimex soll fertig gebaut werden. Den Auftrag kenne ich doch. Das ist dein Auftrag. Das ist ein goldener Heli. Kann es sein, dass er auf einer Yacht gebaut werden muss? Ja. Ah, den meinst du also. Ja, da musst du aber mal Zeit geben. 2 Tage Bauzeit, okay? Ich gebe dir 48 Stunden nur. Was? 48 Stunden? Oh nein, das ist ja schon fast 2 Tage morgen. Ist zu lang. Ja, okay, aber ich muss dir natürlich auch noch bei der anderen Arbeit helfen, wenn Banks zum Beispiel was will oder so, weißt ja, du? Ja, Banks deswegen kommt nachher vorbei. Ach, der kommt nachher auch noch vorbei. Ja, okay, da will ich nicht zu viel verraten. Aber 48 Stunden sollten auf jeden Fall machbar sein, Freunde. Dann würde ich sagen, dass wir gleich anfangen damit. Danke, Kenny, dass du mir den Auftrag gegeben hast. Sag ich dir ehrlich, guter Chef bist du. Gerne. Du bist ein guter Chef. Gut, ich melde mich, wenn ich fertig bin oder wenn ich zur Arbeit antreten soll wieder, ja? Bis gleich, Timmy. Bis gleich, Junge. Tschüss. Tu schon mal alles vorbereiten, ja? Na klar. Okay, ciao. So, Freunde, ihr habt gehört, es gibt keine Ausrede mehr. Der Helikopter muss gebaut werden. Und ich sag euch ehrlich, Blackjack hat ja schon 2 Helis gebaut und Max hat ja schon den goldenen Heli. Theoretisch könnten wir uns mal anschauen, wie Blackjack das gebaut hat. Ich will ihn jetzt nicht 1:1 gleich machen. Ich würde eher so ein Buzzard machen. Wisst ihr, von GTA so einen kleinen Buzzard, weil den hat ja auch Acrimex wegen Acrimex Security. Und ich glaube, das würde ihm richtig gut stehen, wenn Max so mal so ein Buzzard-Helikopter hat von Acrimex Security. Boah, das wäre richtig heftig, oder? Das machen wir auf jeden Fall hin, Freunde. Dann würde ich mal sagen, dass wir die ganze Materialien suchen und dann Abfahrt, Freunde. Sehen wir uns gleich wieder. Let's go. Meint ihr echt, das ist eine gute Idee? Oh, da kommt jemand. Ja, klar, ich schau mir das an. Sie können reintreten, der Herr. Hallo, herzlich willkommen bei Baubau GmbH und GmbH und Co. Oh, hallo. Ja, was können wir für Sie tun, der Herr? Ja, sehr gut. Ich interessiere mich hier für das Lager, das schon wieder aussieht wie Sau. Welches Lager? Was meinen Sie denn? Hey, reden Sie mal ordentlich mit mir. Naja, hier hinten das Lager. Warum ist hier der ganze Dreck? Ich hab's doch gerade sauber gemacht. Wir haben das gerade sauber gemacht. Was wollen Sie denn eigentlich? Kommt das denn schon wieder her? Was ist das für ein Typ, Mann? Hä, wo kommt der ganze Dreck wieder her? Ich würde gerne, dass hier in Paulberger Hills hier ordentlich ist alles, ja? Ja, das machen wir natürlich, der Herr. Entschuldigung. Hey, wer sind Sie? Mal sauber machen. Ich bin hier nur da für die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit? Und für Ordnung in Paulberger Hills. Also wollen Sie nichts von Baubau GmbH kaufen? Nee, ich wollte nur sagen, dass es mal hier ein bisschen Ordnung ist. Ja, klar, wir kümmern uns drum. Sorry, wir kümmern uns um die Ordnung. Dann bedanke ich mich. Ja, wir bedanken uns. Kommen Sie nie wieder, tschüss. Kommen Sie wieder, meine ich, tschüss. Okay, das ist ja nicht sehr nett. Ich war voll aufgeregt, Mann. Hab ich's gut gemacht? Du machst das ja richtig komisch. Also, Timmy, das müssen wir auf jeden Fall nochmal üben. Ich hab mir voll Mühe gegeben. Der läuft zu Dr. Banks rüber? Ich glaube, das ist einer von den Netherite Guards oder so. Das ist, glaube ich, Dr. Banks ist das. Was? Dr. Banks? Ja. Warte, ich geh mal hin und sag, dass Dr. Banks ist. Spaß, nein, lieber nicht. Am Ende ist der böse. Ey, Leute, wer war das? Schreibt mal in die Kommentare. Candy. Wer war das gewesen? Ich hab den noch nie vorher gesehen. Echt? Na, schön am Grundstück bauen. Hä? Herr Stani, da ist der echte Dr. Banks und daneben. Sehr gut. Wir beobachten dich. Ich hab mir schon was überlegt, was ich bauen werde. Aber sehr schön. Ist nicht Dr. Banks. Okay, das ist ja sehr schade. Candy, ich glaube, das ist jemand anderes. Nee, ich verlasse euch nicht. Keine Sorge. Okay, super. Aber ich habe auch ein bisschen Angst. Ich weiß. Ein bisschen sehr.
Oh. Hey, Dr. Banks. Hallo, Dr. Banks. Das ist ein Flößen, Junge. Wer war das denn? Wer war das denn hier? Netherite Guard war das natürlich. Was? Netherite Guard? Die war bei uns. Wir sollten besser rein. Wir sollten besser reingehen, ja? Und kommt schnell rein, Leute. Das Küchenbüro neuer Kunde ist da. Herzlich willkommen bei Candy Check GmbH. Was wir gehen jetzt ins Küchenbüro. Da werden wir den Stuhl. Ja, ich hab den, ich hab den. Da wird die Business-Entscheidung getroffen. So, schönen guten Tag, Herr Banks. Am Tisch, da wird nicht gelogen. Also, was ist hier passiert? Hier wird nicht gelogen. Was ist passiert? Banks, was habt ihr geschafft? Wir haben ein geheimes Versteck für dich gebaut. Oh. Richtig. Ja, ja, ja. Das ist so geheim, dass man es gar nicht finden kann. Wir haben es nämlich vergessen. Also, wir haben es. Wir haben vergessen, wo es ist. Wir wissen nicht, wo wir gebaut haben. Dann ja, das war's gewesen. Danke fürs Einschalten. Ciao, jo, Leute. Bis zum nächsten Video. Nein, Banks, wir wissen natürlich, wo wir gebaut haben. Natürlich. Aber es ist top secret. Du musst uns erst mal beweisen, dass du der echte Banks bist. Ja. Okay, wie mache ich das? Dreimal Rabauken. Nimm deinen Hut ab. Ach so, okay. Und jetzt sag dein Intro. Ja. Ja? Ja, ich bin gespannt. Ja? Ja? Hey, meine Rabauken! Hä, das ist ein Faker! Wow, hä? Faker! Das klang gar nicht wie der echte! Ja, du Faker! Hey! Der echte würde sagen: Let's Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zum neuen Video. Hey, meine Rabauken! Oha, ist der echte, echte! Natürlich! Ich bin der Allerechte, hallo! Oha, ja gut, dann würde ich sagen: Machen wir jetzt einen Ausflug zum Geheimversteck, wenn du möchtest. Ja. Und dann zeigen wir dir das Ganze mal. Es ist wirklich sehr geheim und sehr mysteriös. Also wir müssen, also wir gehören ja, also dieser Helm, der passt halt nicht, ne? Netherite Guard, der passt echt Helm nicht. Den Helm ab. Das ist Quatsch. Ja. Aber da ihr jetzt wisst, also ihr wisst ja alle, also ich noch nicht, aber ihr wisst ja jetzt, wo der Geheimgang ist. Ja. Das ist richtig. Die geheime Basis. Ja, dann müsst ihr ja auch Team Diamant beitreten. Geht ja gar nicht anders. Was? Wir sollen Team Diamant beitreten? War das nicht eigentlich... Habe ich nicht irgendwas mit Team Diamant gesagt? Ja, okay, so? Aber ich sag dir ehrlich, Banks, wir dürfen nicht die anderen angreifen, weil die dann alles von uns kaputt machen. Ja, das wäre voll schlecht, Mann. Das ist noch Secret. Habt ihr okay. Ich brauch doch ein Diamant. Wir haben alles. Ja, hier unten. Wir haben alles. Kann ich hier nicht ohne Diamant hinlaufen? Team Diamant! Team Diamant! Team Secret! Achso, Team Ente! Team Ente! Ente? Ja, ist ein Bootwort. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zum Geheimversteck, Leute. Kommt mal mit. Ich hab hier ein Boot. Wir brauchen einen Code, wir können das nicht immer Geheimversteck nennen. Nein. Hier steig ein, das ist ein Kalinenboot. Wow! Okay, ihr fliegt hinterher, ihr habt die Lütreden. Oder wir fliegen vor, ja? Es ist nicht weit, das ist hier ganz in der Nähe. So, Freunde, ich bin jetzt schon mit dem super duper Geheimversteck, Freunde. Das habt ihr gestern ja schon, bestimmt schon gesehen. Und das hier ist nämlich auch schon das Schlafzimmer. Das haben wir jetzt noch ein bisschen fertig gemacht. Das sieht richtig nice aus. Und wenn gleich die Jungs kommen und wenn dann Banks kommt, bin ich richtig gespannt, was Banks dazu sagen wird. Ey, Mann, irgendwie komme ich doch nicht zum Heli-Bau, Mann. Es ist immer irgendwas anderes. Aber ich verspreche euch, Freunde, ich werde euch zeigen, wie ich den Heli noch fertig baue. Keine Sorge, Freunde. Und ich glaube, ja, die sind schon da, was? Oh Mann, die sind schon da. Okay, der Hausherr geht vor. Ich erschrecke dich jetzt. Ich habe ein bisschen Angst, dass das jetzt hier eine Falle auch ist. Nein, auf gar keinen Fall ist das eine Falle. Die Druckplatten sind nicht aktiviert. Ja. So. Das sieht ja überschön aus. Gleich werde ich rauskommen. Das ist ja krank. Die merken das nicht. Ey, Timmy, wir hören dich. Aber hier ist das Versteck. Banks, wir haben 4 Räume. Einmal die Farm. Schlafzimmer, genau. Ja, und wie findest du Schlafzimmer? Sehr gut. Ja. Und wir haben hier noch ein Lager. Ich hoffe, die Kisten sind voll. Ja, ein bisschen was. Noch nicht, ne? Und jetzt kommt's. Jetzt müssen wir checken, ob du das Geheimversteck findest. Nämlich es gibt in diesem noch Raum. Richtig. Geheimraum. Ein Geheimversteck. Du musst es jetzt finden. Keine Tipps geben, Leute. Keine Tipps, ja. Ja. Das ist auch ein wichtiges Rollo. Ja, das hat für. Ja, dass ein bisschen Licht reinkommt. Wo wird das finden? Ja, hier ist doch. Hä? Gefunden. Wie schnell hat das gefunden? Hier ist das Geheimversteck. Das habe ich ein bisschen zu schnell gefunden. Ja gut, vielleicht könnte man das machen. Ja gut, aber dafür ist die Base ja schon komplett versteckt. Das stimmt. Ja, sehr nice. Das habt ihr wirklich perfekt gemacht. Bin ich sehr zufrieden. Okay, also sagst du, das taugt als Basis? Das ist absolut nice. Aber wir sind halt natürlich Team Diamant. Das heißt, nach und nach müssen wir hier natürlich auch noch Diamantwände einziehen. Diamantblöcke! Boah, so viel Diamantblöcke, da müssen ja richtig viel meinen und so. Was? Gar kein Problem, Leute, ich bin reich. Schaffen wir. Reich?
Oder? Ja, ich habe hab eine richtig gute Idee. Wir nehmen einfach ja, Candy Diamanten kassiert ja auch immer unsere Bezahlung und teilt nicht. Ja, wir nehmen so Diamanten von anderen einfach. Ja, und schieben die zu uns. Ja, das passt mal gut, auf, oder? Ich habe vor, so eine Totemfarm zu bauen. Damit machen wir anders fette Diamanten. Oha! Wie kann man denn eine Totemfarm machen? Weil die einzige andere Totemfarm hat, glaube ich, Amir. Und den habe ich mit an Bord. Wir machen da zusammen Businesses. Oha! Oha, nice. Wir werden reich! Wir werden reich! Wir werden reich! Sehr gut. Okay, geil, geil, geil. Die Frage also, ist, Banks, ja? Nee, sag du, wie wollen wir was? Ja, wen wollen wir denn zu Team Diamant alles holen? Was ist denn jetzt die Frage? Was? Noch mehr Leute? Wir müssen oder? Leute holen, denen wir vertrauen können. Und die schon lange bei uns sind. Flauschi zum Beispiel. Flauschi! Ja, Flauschi muss auf jeden Fall kommen. Flauschi ist stark, unterschätzt die nicht. Ja, die ist echt stark. Wie viele Netherite Guards gibt's denn? Fünf? Ja. Glaube ich. Ja, okay, dann sind wir auch fünf. Das passt ja dann. Ich kann iCrimex fragen. iCrimex wird safe nicht mit den Netherite-Guards gehen. Ach, was, Leute? Ich war doch auch mal da. Das ist Gops wie gesprungen. Ja, vielleicht kommt er zu uns. Verhältnis, ne? Ich mache Team Diamant-Song und dann... Wir können ihn ja fragen, aber wir dürfen ihn halt erstmal nicht von der Geheimbasis erzählen. Ne? Das stimmt. Genau, das stimmt. Der muss halt eine Aufnahmeprüfung machen. Super secret. Genau, der muss eine Aufnahmeprüfung zerklatschen. Das ist eigentlich eine gute Aufnahmeprüfung, sag ich ehrlich. Und wir müssen eine Regel einführen. Nur mal so eine Backpfeife geben. Oh, ja, okay, das sollte er schaffen. Und abhauen. Jungs, wir müssen eine Regel einführen. Niemals Netherite tragen. Wenn wir wissen, dass der andere Netherite trägt, dann ist er ein Verräter. Wir werden Netherite wegwerfen. Jawohl, wir werden das wegwerfen. Ich hab doch Netherite. Willst du das haben, Candy? Der Helm wird weggeworfen. Aufnahmeprüfung, du musst den Helm verbrennen. Du musst dir einen neuen Helm verbrenne den Helm. Verbrennen. Netherite verbrennt nicht. Scheiße, da hast du natürlich absolut recht. Verdammt, Mann. Ich werde den auf dem Meeresboden versenken. Jawohl. Versenken. Hast du ihn dabei? Sind wir uns ja einig. Nee, hab ich in die Kiste. Hier runter muss der. Der muss unter uns schwimmen. Während wir laufen auf Netherite. Wir treten auf Netherite, ey. Jawohl. Die bösen Junge. Wir treten da drauf. Okay, das vielleicht nicht, aber wir treten da drauf. Genau. Also, Banks, wir müssen jetzt von 1 bis 10 deine Meinung haben zu dem Geheimunterschlupf. Ja. Ist eine 10. 10,0. Was? 10? Geiles Alter, let's go! Direkt eine 10, Junge. Das ist super. Voll heftig. Wir haben Nachtschicht geschoben. Aber auf welchen Preis würdest du die Base hier ungefähr schätzen in Millionen? Oh, schon so 3 Millionen. 3 Millionen nur? Was? Ich dachte, 500. Jetzt die wichtigste Frage. Welcher von den 4 Räumen ist der beste? Weil jeder hat einen gemacht. Stimmt, wir hatten einen Battle. Welcher Raum ist der beste? Was ist denn das? Ah, das Labor. Kritischer Blick, ich sehe das, sehr kritisch. Kraftzimmer ist zwar groß, aber hier hinter dem Glas nicht aufgepasst. Ne, Stein ist natürlich ein Minuspunkt. Das sind klassische Anfänger. Sehr kritisch. Extra, Mann. Sehr kritisch. Ja, okay. Interessant. Ja, Farm, okay. Farm, ja. Oh. Nein. Ach, natürlich der Raum hier. Ja! Och, Mann! Let's go! Wir verraten natürlich nicht, wer welchen Raum gebaut hat. Verraten wir nicht. Nee, ich glaube, der Baum hat nicht gebaut. Let's go! Ja, Candy, super! Okay, Banks, was ist der nächste Step? Was sollen wir für dich tun? Also erstmal, wir brauchen eine Diamantproduktion. Ja, wir brauchen was wir verkaufen können. Wir müssen jetzt eigentlich einen Außenposten finden, damit wir dort zusammen mit Amir diese Totemfarm halten. Pillager Outpost? Ja, genau. Ja, verstehe, okay. Das ist eigentlich so das Wichtigste erstmal. Und ich muss halt irgendwie, die werden halt mein Grundstück sprengen, ne? Das ist halt das andere. Die haben das schon gesprengt. Aber ich habe da ja nichts, also ist mir eigentlich egal, oder? Ich werde erstmal meinen ganzen Kram hier reinbringen. Wenn du willst, kannst du bei mir auf der Yacht leben, oben. Dr. Banks. Vielleicht machen wir sonst, jeder kriegt hier einen Raum. Wir machen hier ein paar Räume, jeder kann einen Raum haben. Ich nehme das Wohnzimmer. Dann wohne ich in meinem Raum. Gut, Herr Banks, wir gehen dann wieder, ja? Wir machen uns an die Arbeit. Danke. Ja. Gerne doch, gerne. Gut. Und nicht vergessen, ne, den Helm, der muss weg. Der Helm muss weg, Helm Junge. Muss brennen. Der Helm muss brennen. Nicht, der muss versinkt werden. Schwimmen. Ja. Der Helm muss schwimmen. So jetzt, der wird schwimmen. Freunde, ihr habt's gehört, brauchen auf jeden Fall irgendwas, damit wir Dias bekommen, weil irgendwie wir Banks alles voller Dias machen. Ich habe ihm angeboten, dass er da auch leben kann. Will er anscheinend nicht, oder ist erstmal sicher Yami? Yami! Hey! Wo ist Yami? Weiß ich nicht, wo der ist. Warum? Was willst du von dem?
Ich schenke ihm ein Elytra. Candy, welche Bauaufgabe haben wir eigentlich heute jetzt? Ich schau gleich mal. Sonst bauen wir einfach zusammen den goldenen Helikopter. Nee, ich habe selber auch noch zu tun. Ah, okay. Kann ich sonst... Hallo. Ja, okay. Mach Feierabend, Timmy. Nein, wollte ich gar nicht sagen. Timmy, mach Feierabend. Ich wollte nicht. Wollte nicht Feierabend machen, Mann. Mach Feierabend, Timmy. Nein, ich mache nicht Feierabend. So. Ich arbeite gut mit. Kendolino. Ja. Du hast die neue Aufgabe ja dann verstanden, oder? Was war die neue Aufgabe? Ja, was war die neue Aufgabe, damit? Blackjack? Ja, dass wir einen Außenposten finden für die Farm. Das mache ich nachher. Ich suche nachher den Außenposten. Das ist doch keine Aufgabe. Das haben wir in 3 Sekunden erledigt, Junge. Nee, okay. Die sind schon weiter weg. Ein paar tausend Blöcke, 10.000 Blöcke. So weit? Aber ja. Ich habe eine Idee. Was denn? Nether Highway. Nether Highway? Ja. Ja, kann Candy man weiß, was ich meine. Ja, ich weiß auch, was du meinst. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesehen. Ja, weil dann geht es nämlich dann ratzfatz, egal wie weit wir die wegbauen. Ja, ein Block im Nether sind 8 Blöcke in Real Life. Genau. Ja, das stimmt. Ja, habe ich gelernt. Leute, ich werde jetzt hier ein bisschen nochmal gucken, was ich nochmal hier an der Zentrale vielleicht nochmal umbauen kann. Alles klar. Ich werde ein bisschen beim Helikopter arbeiten, ja? Okay, mach viel Spaß. Danke euch. Wenn was ist, gebt mir Bescheid, ja? Jo, bis dann. Ciao. Und wenn ein Kunde kommt, sag mir Bescheid. Ich sag dir eine Begrüßung. Ja, okay. Genau. Das hast du sehr gut gemacht. Danke. So, Freunde, ihr kennt die Aufgabe, das müssen wir auf jeden Fall erledigen. Dr. Banks fliegt hier ein bisschen rum und ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns morgen wieder, wenn dann die ersten Teile vom Heli fertig sind. Das wird richtig nice. Der goldene Heli wird fertig sein, Freunde. Ihr werdet schon mal auf dem Thumbnail groß sehen können, wie der dann aussehen wird. Das wird richtig heftig. Aber ich will nicht zu viel verraten. Wir haben heute sehr viel Informationen gesammelt, Freunde. Und ich finde es eher gut, dass wir auch mehr bauen und nicht so diese Netherite und so die ganzen Sachen kaputt machen. Denn ich finde, bauen ist viel, viel besser als was kaputt machen, weißt du? Deswegen, Freunde, bauen wir hier ganz entspannt den Heli hin und helfen Banks bei seiner Totenfahrt. Da bin ich auch richtig gespannt. Wir sehen uns bald wieder, Freunde. Macht's gut, euer Timmy. Ciao!